Vitjaplatz. Kannst du verstehen, dass wir meinen eigentlich im Initiativkomitee, dass man unter anderem müsste in der heutigen Arbeitsgesellschaft die Arbeit neu verteilen? Also die Einstieg war, kannst du das verstehen? Und meine Antwort ist klar ja. Die Situation in Europa, zum Glück noch nicht in der Schweiz, aber Tendenzen sind ähnlich. Jeder Fünfte zwischen 15 und 25 Jahren hat heute keine Arbeit in Europa. Das ist eine katastrophale Situation. Jugendliche, die keine Hoffnung haben, in dem Sinne keine Zuversicht, keine Angst haben vor der Zukunft. Das ist das eine. Und das andere, wir werden davon ausgehen müssen, dass wir immer weniger Arbeit haben. Dass Roboter und die ganze maschinelle Park fehlen. Leute die Arbeit wegnimmt. Also, wir haben Haufen Arbeitslose und Jugendliche arbeitslos. Das ist für die Gesellschaft ein schlechtes Zeugnis. Und auf der anderen Seite immer weniger Arbeit. Also, da muss man nun einfach neue Ideen entwickeln. Darum ist das gut, dass ihr das noch überlegt. Es ist gut, dass ihr noch mit dieser Situation auseinandersetzt. Es ist auch gut, dass man das jetzt anstoßt einmal. Und dass man das einmal zur Diskussion vorlegt und damit hoffentlich reicht, dass man mal die Vor- und Nachteile abwägt, aber vorher sich einmal überlegt, ist die heutige Art, wie wir die Arbeit und wie wir den Verdienst beurteilen, sind die heutigen Sozialwerke nach wie vor die beste Lösung? Das alles finde ich sehr gut, dass man das jetzt einmal überdenkt. Ihr werdet grosse Schwierigkeiten haben, das haben wir ja gesehen. Nach der Pressekonferenz hat man relativ kritische Noten angeschlagen. Das macht nichts. Hier muss man einfach, wie bei einem Sportler, wir sind ja hier, haben wir hier da in Marzili, da ist eine Rundbahn, da muss man jetzt halt nicht einen 400er laufen, 400 Meter, sondern da ist jetzt, ein Marathon ist jetzt da natürlich anstehend, oder? Da muss man jetzt ein paar Mal muss man die Runde machen. Und vielleicht bei jeder Runde kommt irgendetwas klarer raus, es wird etwas verständlicher. Und die Leute müssen sich jetzt mit dieser Idee müssen sie sich jetzt auseinandersetzen. Ja. Und da ist eben der Marathon ist nötig und nicht ein 100-Meter-Lauf. Und ich finde es gut und es ist verdienstvoll, dass er das jetzt einmal zur Diskussion vorlegt. Es ist klar, die erste Beurteilung ist eher negativ. Es ist eine Realität, dass es politisch im Moment nicht machbar ist. Aber noch einmal, die AHV hat 70 Jahre gebraucht, bis sie realisiert worden ist. Und Arbeit und Verdienst, aus meiner Erfahrung, Vater, Mutter, ist etwas, das man immer wieder überdenken muss. Herr Ogi, ich habe eine Frage. Ihre Eltern haben grossartig für Sie gesorgt und daraus ist ein Verantwortungsgefühl gekommen bei Ihnen. Ist es nicht denkbar, dass wenn die Gemeinschaft für jeden sorgt, dass dann bei den Menschen in der Schweiz so ein Verantwortungsgefühl kommt? Also denkbar könnte es sein, aber ich habe Mühe, das in der Realität. Also wenn die Gesellschaft quasi das würde machen, was mein Vater und meine Mutter für mich gemacht hat, ich weiß nicht, ob die Anerkennung auch so gross wäre. Also da habe ich den Eindruck, ich habe das identifizieren mit meinem Vater. Mein Vater habe ich gesehen, wie er hat müssen, respektive er war nie müde gewesen. Mein Vater war nie schlechter Laune gewesen. Mein Vater hat nie geklagt. Die Gesellschaft tut ja immer ein bisschen klagen. Die Gesellschaft ist manchmal ein bisschen müde. Also da wäre alle der Respekt, ich betone bewusst der Respekt, wäre alle weniger gross. Das ist die heutige Beurteilung, aber das kann ändern. Heute ändert alles viel schneller als in den 40er, 50er, 60er Jahren, als ich in Kandersteg aufgewachsen bin. Ich bin jetzt ein 70-Jähriger. Vielleicht noch eine andere Frage. Nämlich die,
wo viele, wo jetzt das Grundeinkommen und auch unsere Initiative kritisieren, stellen. Nämlich ist es nicht so, dass wenn man gewissermaßen einfach vom Himmel oben runter oder vom Bundeshaus oben runter jeden Monat 2'000 oder 2'500 Franken überkommt, automatisch, dass dann Gefahr besteht, dass vor allem die Jugendlichen, sagen die Kritiker, die machen nichts mehr anders als auf der faulen Haut liegen. Und wenn sie etwas tun, dann machen sie nur irgendwelche, dann gehen sie wahrscheinlich shoppen mit diesen 2'000 Franken. Das ist vielleicht noch das Einzige, was sie machen. Also die grosse Faulheit wird da ausbrechen in der Schweiz. Glaubst du an das? Nein, da bin ich anderer Meinung. Ich kenne die Jugend relativ gut. Ich bin nach meiner Tätigkeit im Bundesrat bin ich für die UNO unterwegs gewesen, weltweit, und habe vor allem meine Arbeit ist konzentriert gewesen auf die Jugend. Der Fokus war auf die Jugend. Die Jugend von heute sind die Leader von morgen. Und die Jugend von heute, die will Arbeit. Die Jugend von heute, die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Jugend will. Und das sehen wir ja heute in Europa, wie die Jugend klagt. Die haben den Fünftel, der keine Arbeit hat, zwischen 15 und 25 Jahren. Die wollen arbeiten, die suchen Arbeit, die lechzen nach Arbeit. Und darum, da habe ich noch keine grossen Bedenken. Die Jugend von heute will arbeiten, aber sie will etwas tun, was ihnen Freude macht, etwas tun, was sie befriedigt, etwas tun, wo sie auch eine Zukunft sehen, wo sie nicht Angst haben müssen, dass sie am anderen Tag auf die Straße gestellt werden. Also von dem her gesehen, habe ich einen ganz guten Eindruck von der heutigen Jugend. Die heutige Jugend ist viel, viel besser, als man das so oberflächlich immer wieder so ein bisschen abqualifizierend darstellt. Also die Auswirkung von der Initiative in der Gesellschaft ist etwas, das man sich noch ganz gut überlegen muss. Was hat das für positive Auswirkungen? Das will ich nicht verneinen. Aber es kann die Gesellschaft auch verändern. Wenn ich von Anfang an weiss, ich komme, wenn ich ein Kind habe, ich bekomme eine gesicherte finanzielle Basis, Das kann eine Gesellschaft verändern. Ich kann heute noch nicht sagen, die Initiative ist auch noch nicht endgültig formuliert. Verschiedenes soll natürlich nachher erst im Gesetz geregelt werden. Das schreibt man auch im Initiativtext, das ist auch richtig. Im Moment sehe ich einfach das als einen Denkanstoss, dass man das auch so überbringt, dass es für den Herr und Frau Schweizer verständlich ist. Also ich bin froh um diese Frage, weil es ist eigentlich für mich sehr naheliegend, aber es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Wir sind ja in der Schweiz eigentlich auf dem Gebiet von der direkten Demokratie das privilegierteste Land, das es gibt in Europa. Und ich glaube, wir haben tatsächlich im Unterschied zu anderen europäischen Ländern die Möglichkeit, die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens, die im Grunde genommen eine ähnliche Utopie ist wie damals 1880 die AHV, direkt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorzulegen zum Entscheid. Das ist in Bezug auf Demokratie natürlich eine sehr gute Situation. Es ist eine Frage, die man ihnen stellt. Sind sie dafür oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen, dass das der Bund einführt?
hat ebenfalls in den Wirkungen viel mit Demokratie zu tun, indem dass sie dass das Grundeinkommen würde nicht nur Geld in der Schweiz umverteilen, sondern auch Macht. Und dass man, indem jeder und jede in diesem Land ökonomisch die gleichen Chancen würde überkommen, auch einen grösseren Teil an Gerechtigkeit in diesem Land könnte erzielen. Das Besondere der Schweiz ist natürlich die direkte Demokratie. Das Volk hat das letzte Wort. Das hat seine, die direkte Demokratie, das ist eine Form, die wir in der Schweiz sehr schätzen, die wir nicht abgeben wollen. Auch jetzt im Zusammenhang mit den Diskussionen mit der EU ist das diese direkte Demokratie, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist eine Errungenschaft für unser Land. Aber es ist natürlich auch eine Tatsache, dass wenn man etwas Neues einführen will, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt zwei populäre, wirklich populäre Bundesräte in der Schweizer Geschichte. Der eine sitzt hier neben mir und der andere ist der Willy Richard. Das war auch einmal mein Chef. Und der hat immer gesagt, die Schweiz, er hat damals die Schweiz erklärt. Und er hat einmal gesagt, die Schweiz ist ein Land ohne Regierung. Die Regierung ist das Volk, es ist der Stimmbürger und Stimmbürgerin, die Ja oder Nein sagt, und dem Bundesrat und dem Parlament die Aufträge gibt. Und dass die Initiative, die wir hier gestartet haben, ist wieder ein Beispiel, wie die Schweizer Demokratie ohne Regierung kann funktionieren kann, indem dass manchmal auch abstruse Ideen über das Instrument Initiative ins Bundeshaus hineinkommen, aber auf der anderen Seite manchmal auch sehr konstruktive, gute, visionäre Ideen können per Initiative einem Bundesrat auf den Tisch gelegt werden. Und das ist natürlich eine unglaublich demokratische Qualität von unserer Staatsform, die gerade auch in so einer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Ausdruck kommt. Richtig. Andere Sachen natürlich, aber man kann es nicht verlängern. Außenpolitisch ist klar, das Verhältnis zu den umliegenden Ländern und zur EU. Und innenpolitisch ist Arbeit sicher ein richtiges Thema.